Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum neuen Überraschungsorakel. Ja, diese Woche kommt das Überraschungsorakel nicht wie gewohnt am Freitag, sondern schon heute, weil ich morgen viel zu viel zu tun habe, um hier das Überraschungsorakel zu drehen. Deswegen mache ich das eben heute. Heute kommt ein interessantes Orakel, weil ich habe ja oder ich ziehe ja jeden Tag für meine Dualseelen Facebook-Fanseite und für meine normale Facebook-Fanseite eine Tageskarte. Und heute habe ich die Tageskarte aus dem Kartendeck das Engel der Liebe, das Engel begleiten deinen Weg Orakel gezogen. Und ich bin ja so jemand, der eben sehr intuitiv deutet und der sehr wenig in diesen beigefügten Büchern liest, ja, weil ich da einfach auch meine Intuition schulen möchte, wenn ich da einfach jetzt hier diese Karte sehe und die Botschaft, die drauf ist. Und komischerweise habe ich heute das Buch mal durchgesehen. Ja, ich habe dieses Kartendeck schon ein paar Wochen und für alle, also alle, die Orakelkarten von Doreen Virtue haben, werden wissen, dass in diesen Büchern keine Legesysteme in dem Sinne drinnen sind, ja. Und jetzt war ich ganz begeistert, dass in diesem beigefügten Buch Legesysteme drinnen sind. Ja, da war ich richtig begeistert. Sehr, sehr schöne Legesysteme auch. Und da habe ich mir eben für heute, für dieses dieswöchige Überraschungsorakel, ein Legesystem ausgesucht, nämlich hier das Legesystem der Seelen. Partner. Und zwar geht es darum, beziehungsweise man kann bei diesem Legesystem auch schauen, ja, ob der Gegenüber tatsächlich der Seelenpartner ist, was der andere für einen fühlt, in welche Richtung diese Verbindung geht. Und genau diese Frage habe ich eben heute die geistige Welt, diese Frage habe ich gestellt, welche oder in welche Richtung deine Seelenverbindung geht. Ja, für alle, die in einer Partnerschaft sind, die einen Wunschpartner haben, ich sag mal so, da geht es jetzt nicht speziell um Dualseelen, sondern generell um Seelenpartner. Ja, natürlich, wenn du eine Dualseele hast, ist dieses Orakel vielleicht auch für dich interessant. Ja, aber es geht jetzt hier nicht nur um das Thema Dualseelen, sondern um den großen Begriff Seelenpartner sozusagen. Ja, da ist es auch egal, ob du in einer Seelenpartnerschaft bist mit, weiß ich nicht, deinem Kind, mit einem Arbeitskollegen, mit Freunden. Ja, das ist ja dann völlig egal. Und hier in dieser Legung schauen wir einfach darauf, in welche Richtung diese Seelenpartnerschaft gehen wird. Und dazu habe ich jetzt nicht nur das Kartendeck Engel begleiten deinen Weg gewählt, sondern habe hier noch das Engel der Liebe Orakel mit hinzugenommen, für jeden Bereich sozusagen eine Engel der Liebe Botschaft noch. Ja, also wenn es dich interessiert, in welche Richtung deine Seelenverbindung geht, bleib einfach dran. Vielleicht kannst du mit diesen Botschaften etwas anfangen. Es ist ein allgemeines Orakel, es kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Ja, schau dir einfach dieses Orakel an und entscheide dann, ob es für dich stimmig ist, wenn ja, was du daraus mitnimmst, welche Erkenntnisse. Ja, ich beginne jetzt gleich mal mit der ersten Ebene und ich schaue mir hier einfach mal den Sinn eurer Verbindung an. Also, was ist der Sinn eurer Verbindung? Da schaue ich mir als allererstes, nee, ich fange mit dem Engel der Liebe Orakel an. Und zwar haben wir hier: Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Und da geht es ja jetzt nicht nur um deine Freunde. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Seelenpartner, eine Seelenpartnerin in deinem Freundeskreis hast, dann möchte dir diese Karte eben sagen, der Sinn eurer Verbindung ist einfach, dass ihr beide euch gegenseitig unterstützt, aber auch, dass ihr beide lernt, diese Unterstützung vom anderen auch anzunehmen. Das ist der Sinn eurer Verbindung, wenn es jetzt hier um freundschaftliche, kollegiale Seelenverbindungen handelt. Ja? Wenn du einen Lebenspartner hast, einen Wunschpartner,
wo du das Gefühl hast, dein Gegenüber ist hier dein Seelenpartner. Gilt diese Karte jetzt nicht nur, dass ihr Freunde seid, ja, sondern auch, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, ja, dass ihr beide zueinander geführt wurdet, weil ihr auf derselben Ebene schwingt sozusagen. Das ist ja bei diesen Seelenpartnern der Fall. Ja, man ist auf einer Wellenlänge sozusagen, auch wenn es vielleicht immer wieder mal, vor allem bei Dualseelen, sehr schwierig und kompliziert ist. Aber ihr habt es euch quasi oder eure Seelen haben es sich so zur Aufgabe gemacht, einander zu helfen, aber natürlich auch zu lernen, diese Hilfe anzunehmen. Vielleicht fällt es dir schwierig, Hilfe anzunehmen, auch von deinem Gegenüber. Oder dein Gegenüber fällt es schwer, hier Hilfe anzunehmen. Das ist also auch der Sinn eurer Verbindung. Schauen wir uns dann gleich die zweite Karte an, was die hier noch zu sagen hat. Und hier haben wir Yoga und körperliche Betätigung sind zurzeit unerlässlich für dein Wohlbefinden, deinen inneren Frieden und dein spirituelles Wachstum. Und das ist auch der Sinn eurer Verbindung, dass ihr, wie soll ich sagen, nicht nur seelisch einander unterstützt, sondern auch ja mit so körperlicher Betätigung. Ja, wie soll ich sagen, jetzt ja, dass ihr wirklich auch im übertragenen Sinne sozusagen euer Leben in die Hand nehmt, auf eurem Weg weitergeht. Ja, und dass ihr beide, ja, du und dein Gegenüber dabei unterstützt, nicht nur am inneren Frieden zu bekommen, sondern auch, dass ihr spirituell wächst. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, machst du tatsächlich Yoga, ja, oder du machst eine andere körperliche Betätigung mit deinem Gegenüber. Ja, jetzt von der Sexualität mal abgesehen, ja, ist natürlich auch eine körperliche Betätigung. Oder ihr trefft euch immer wieder zum Spazierengehen, vor allem auch mit Freunden. Ja, oder weiß ich nicht, dass einfach, wie soll ich sagen, der andere euch dazu ermutigt, in Bewegung zu gehen. Ja, dass ihr werdet das sicher kennen, dass ihr, ja, wenn jemand in eurem Leben ist, dass ihr einfach dann voller Mut, voller Stärke seid, Dinge auch anzugehen. Ja, wirklich auch, ja, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch jetzt körperlich betätigen, ihr seid so in der Energie drinnen, ja, euch wirklich auch zu bewegen, tun, zu machen und dann wirkt sich das natürlich auf das Wohlbefinden aus. Und das ist diese Unterstützung, die dir dein Gegenüber gibt, aber die du auch deinem Gegenüber gibst, ja, das ist ja beidseitig. Auch du wirst oder hast hier sozusagen die Aufgabe unter Anführungszeichen auch deinem Gegenüber zu helfen, indem du wirklich auch antreibst, vielleicht nicht nur zu körperlicher Betätigung, sondern auch für den inneren Frieden, für das spirituelle Wachstum. Ja, ihr beide, also der Sinn eurer Verbindung besteht jetzt einfach auch darin, dass ihr beide einander helft. Ja, und natürlich auch, dass ihr diese Hilfe annehmt und dass ihr einfach hier auch inneren Frieden bekommt und natürlich auch spirituell wächst. Und das ist eben hier so der Sinn eurer Verbindung. Jetzt schauen wir uns an, was die Blockade in dieser Verbindung ist, was sozusagen im Wege liegt oder steht. Und hier haben wir die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Das kann jetzt bedeuten, dass es hier tatsächlich noch jemanden aus der Vergangenheit gibt, der sozusagen die Verbindung zwischen dir und deinem Seelengefährten im Wege steht. Wenn es das nicht ist, bedeutet das einfach, jemand aus der Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Da kann man jetzt auch sagen, okay, aus vergangenen Leben. Ja, dass ihr hier noch Blockaden aus vergangenen Leben habt, wenn jetzt hier tatsächlich keine andere Person aus der Vergangenheit eine Rolle spielt. Ja, wenn dein Gegenüber zum Beispiel komplett frei ist, niemanden hat. Ja, oder natürlich auch, wenn dein Gegenüber komplett frei ist, dass man trotzdem noch alte Glaubenssätze, alte Erfahrungen aus der Vergangenheit noch in sich hat, die jetzt einfach auch hinderlich
in einer neuen Verbindung, also in der Verbindung zwischen dir und deinem Gegenüber, dass das einfach im Wege steht, ja, eine vergangene Verbindung. Das kann jetzt eben alle drei Dinge sein, ja, dass du wirst es am besten auch intuitiv spüren, was jetzt davon für dich vielleicht richtig ist. Entweder gibt es da wirklich noch jemanden aus der Vergangenheit oder ihr beide habt aus dem vorherigen Leben noch etwas aufzuarbeiten, das jetzt einfach auch in diesem Leben hinderlich für euch ist, oder tatsächlich noch vergangene Beziehungen, die einfach, ja, wo man einfach noch einen miesen Beigeschmack sozusagen in der Gegenwart empfindet. Dann haben wir die Karte: Du bist verwirrt und unentschieden, weil du nicht genug Informationen hast. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten, bevor du eine Entscheidung triffst. Und das ist die Karte sozusagen der Unsicherheit. Du bist entweder du oder dein Gegenüber noch unentschieden. Du bist dir unsicher, dein Gegenüber ist sich noch unsicher. Ja, ihr steht anscheinend hier vor einer Entscheidung, aber einer von euch beiden oder ihr alle beide seid einfach noch, wie soll ich sagen, also unsicher, um jetzt wirklich hier die richtige Entscheidung zu treffen. Und da, wie gesagt, kann eben noch ein Partner eine Rolle spielen, ja, dass es hier die Entscheidung geht, sich eben auch von einer alten Verbindung zu lösen. Aber da ist man sich einfach noch zu unsicher, in welche Richtung es geht, ja. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten. Das kann jetzt sein, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, ein gemeinsames Haus da ist, Kinder, ja, dass man sich einfach da Rat von Experten holt, wie man das am besten, wie man eine Lösung herbeiführt, die für alle Beteiligten positiv ist. Das kann es bedeuten, ja. Oder einfach aus vergangenen Beziehungen, die einfach noch präsent sind, auch wenn die Beziehung schon längst beendet ist, und dass man einfach noch zu unentschieden ist, um wirklich auch die Entscheidung zu treffen, die Vergangenheit auch loszulassen. Aber auch da kann man sich Rat bei Experten holen. Vielleicht mit, weiß ich nicht, einer Rückführung, wenn man sich fragt, ja, warum habe ich da jetzt noch Probleme? Dass man einfach auch mit Experten, ist egal jetzt mit wem, ja, versucht, hinter das Problem zu schauen, um es dann auch wirklich zu lösen. Wenn hier wirklich vergangene Leben noch ein Thema sind, kann natürlich eine Rückführung Wunder wirken, ja. Ich mache ja selber auch Rückführungen, die biete ich ja auch an. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, wenn das eben hier Thema ist. Aber hier geht es einfach darum, was die Blockade ist. Jemand aus der Vergangenheit oder eben euer vergangenes Leben ist hier noch hinderlich für euch beide, und ihr seid einfach noch zu unentschieden, noch zu unentschlossen, noch zu unsicher, um hier jetzt wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Schauen wir uns jetzt an, was sozusagen der Rat der Engel ist in dieser Situation. Und da haben wir die Karte Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Das kann jetzt bedeuten, dass du vielleicht tatsächlich eine neue Liebe kennenlernen wirst. Das ist möglich. Oder aber die Karten raten dir, auch darauf zu vertrauen, dass, wie soll ich sagen, die Gefühle, die dieser Seelenpartner in dir auslöst, ja, dass das etwas Positives ist, das dich jetzt nicht ängstigen soll. Oder auch, wie soll ich sagen, dass du darauf vertrauen sollst, dass diese Hindernisse auch aus dem Weg geräumt werden, dass eure Liebe wieder neu entfachen wird, sozusagen. Ja, oder wenn du tatsächlich einen Seelenpartner hast, wo du sagst, nee, also das kann nicht mehr funktionieren, ich möchte mich auch wieder öffnen, aber das schaffe ich irgendwie nicht für neue Partner, dann möchte dir diese Karte eben sagen, es wird eine neue Liebe in dein Leben kommen. Es wird in deinem Liebesleben in eine positive Richtung gehen, ja. Die Liebe, egal zu wem jetzt, ja, egal ob schon mit in einer jahrzehntelangen Partnerschaft oder mit deinem Wunschpartner, wird diese Liebe neu entfacht werden, ja. Wenn jetzt hier wirklich nicht das Thema einer tatsächlich neuen Liebe vorhanden ist. Nehmen wir noch die zweite Botschaft hinzu,
Und hier haben wir: Ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Habe Vertrauen. Also hier geht es auch um das Thema Geld. Ja, dass du vielleicht auch Geldsorgen hast, vielleicht hat auch dein Wunschpartner zum Beispiel Geldsorgen, weil eben noch eine Frau und Kinder da sind, wenn man sich denkt, wie soll ich das mit dem Unterhalt schaffen und so weiter. Ja, da wirst du am besten wissen, wie diese Botschaft auf dich und deine Situation zu deuten sein mag. Ja, aber Geld scheint hier eine sehr, sehr große Rolle zu spielen, entweder jetzt bei dir persönlich oder bei deinem Gegenüber. Denn umsonst wäre diese Karte nicht gefallen, wenn das Geld nicht irgendwie auch Einfluss auf dein Liebesleben hätte. Aber diese Karte möchte dir sagen, es wird die Liebe neu entfacht werden. Und wenn du Geldprobleme hast oder dein Gegenüber, dass du einfach, du musst jetzt deinem Gegenüber jetzt nicht sagen, deine Geldprobleme werden sich auflösen, ja, sondern dass du einfach darauf vertraust, wenn zum Beispiel bei deinem Gegenüber noch Geldthemen da sind, dass du einfach darauf vertraust, dass auch er oder sie, also dein Gegenüber, all das bekommen wird, was er braucht. Wie das geschehen wird, das steht ja hier, liegt in Gottes Hand und man soll auch darauf vertrauen. Ja, entweder betrifft es dich persönlich oder eben hier deinen Gegenüber. Jetzt schauen wir uns das Endergebnis an, wie sozusagen sich diese Verbindung jetzt zwischen euch beiden weiterentwickeln wird. Und da haben wir: Lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Und das ist einfach so die Karte, dass man jetzt sagt, okay, man lässt jetzt einfach Kontrollthemen los. Und das wird auch so der nächste Schritt sein, ja, in diese Richtung geht das Ganze, dass du und dein Seelenpartner einfach die Kontrolle loslässt und ihr beide irgendwie diese Situation so wachsen lässt, wie es für euch beide vorbestimmt ist. Das wird sozusagen so der nächste Schritt sein. In diese Richtung geht eure Verbindung, dass ihr mehr in die Leichtigkeit geht, in das Lockere, ja, dass man einfach hier Kontrollthemen loslässt. Kontrollthemen können weit verbreitet sein. Das meiste, wo man kontrolliert, ist zum Beispiel Facebook, WhatsApp und Co. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Was postet er? Was macht sie? Das sind alles Kontrollthemen. Oder man fragt tatsächlich den Partner, wo warst du denn jetzt so lange? Ja, all diese Dinge, die werden in Zukunft auch von euch beiden losgelassen. Und in diese Richtung geht eure Verbindung. Und das ist ja eigentlich schon mal ein sehr, sehr gutes Ziel. Ja, denn Kontrollthemen, da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, sind weder für dich, wenn du zum Beispiel kontrollierst, nicht, also energetisch nicht gut, man ist da ständig irgendwie auf Empfang, immer wieder schauen zu müssen, aber natürlich auch für denjenigen, der kontrolliert wird, auch nicht wahnsinnig lustig, ja? Und wenn sich das ändert, geht man natürlich auch einer besseren Zukunft entgegen. Die nächste Karte sagt dir hier noch: Ich bin bei dir und gebe dir Mut, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe brauchst. Und hier ist Erzengel Michael bei dir, bei euch, um diese Veränderung durchzuführen, nämlich die Kontrollthemen loszulassen. Und da unterstützt euch Erzengel Michael, diese Lebensveränderungen durchzuführen. Erzengel Michael gibt euch den Mut, die Stärke, die Kraft, dieses Thema in Angriff zu nehmen sozusagen. Und Erzengel Michael unterstützt euch bei der Erfüllung eurer göttlichen Lebensaufgabe, eurer Verbindung. Denn ihr beide habt jetzt in Zukunft das Thema Kontrolle. Das ist etwas, das ihr beide in der nächsten Zeit auch verändern sollt. Und da unterstützt euch Erzengel Michael. Ruft einfach auch Erzengel Michael. Ja, ich habe ja die Ausbildung zum Engelmedium gemacht. Ich mache auch momentan eine Ausbildung bei Doreen Virtue. Und weil ich eben auch der festen Überzeugung bin, dass es die Engel gibt, wir brauchen sie nur zu rufen. Ja, dann helfen sie uns.
Ruf einfach Erzengel Michael, wenn es dir schwerfällt, dieses Kontrollthema loszulassen. Ruf ihn einfach. Erzengel Michael ist bei dir. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Engel helfen nur, wenn sie darum gebeten werden. Sie greifen nämlich in den freien Willen nicht ein. Wir haben diesen freien Willen bekommen und den respektieren sie. Wenn wir Menschen oft schon den freien Willen der anderen nicht respektieren, mit dubiosen Dingen, die Engel machen es. Und die Engel helfen, wenn sie darum gebeten werden. Und bitte einfach Erzengel Michael, dich dabei, dir Kraft, dir Mut zu geben für deine Lebensveränderungen. Vielleicht auch wirklich in Kombination mit dem Thema, also mit den Kontrollthemen. Ja, oder du sagst, nee, mit diesem Thema kann ich nichts anfangen, aber mit der Botschaft von Erzengel Michael kann ich sehr viel anfangen, dann ist das toll, ja, dann ist das eben deine Botschaft. Und das ist auch das, wohin eure Seelenverbindung jetzt gehen wird, ja, der nächste Schritt, die nächste Stufe sozusagen wird Kontrollthema sein. Der Sinn eurer Seelenpartnerschaft ist, dass ihr euch beide einander unterstützt, dass ihr auch spirituell wächst. Aus der Vergangenheit sind noch Blockaden und Hürden da. Dazu seid ihr aber auch zueinander gestoßen worden, um eben einander bei diesem Problem zu helfen. Geldthema scheint hier auch noch eine sehr, sehr große Schwierigkeit zu sein. Da werdet ihr aber auch aufgefordert, darauf zu vertrauen, dass die Engel euch unterstützen, aber auch, dass die Liebe in deinem Leben wieder neu entfacht wird. Und die nächste Etappe wird sozusagen sein, Kontrollthemen loszulassen und natürlich auch mit Erzengel Michael hier an deiner Seite diese Kontrollthemen loszulassen und diese Situation sich ganz natürlich entwickeln zu lassen. Das wird eure nächste gemeinsame Aufgabe sein. Und ich finde dieses Orakel sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Also ich bin nach wie vor begeistert, dass hier jetzt auch Legesysteme drinnen sind. Ich habe sehr, sehr viele Karten von Dorian Virtue, aber ich kann mich nicht erinnern, dass in einem anderen Büchlein so viele Legesysteme drinnen sind. Also keine Ahnung, warum ich heute gerade in diesem Buch nachgeschlagen habe. Wie gesagt, ich habe dieses Buch oder diese Karten schon sehr lange, wird mit Sicherheit auch einen Grund haben, denn nichts passiert ohne Grund. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesem Orakel eine kleine Freude machen konnte, weil ich möchte auch jetzt in Zukunft immer mehr auch Engel-Readings geben. Ich mache das natürlich auch auf meiner Facebook-Fanseite, dass ich auch immer wieder ohne Karten, Botschaften für euch empfange, das wird eben auch so Neuigkeiten geben in Zukunft auch bei mir. Und da finde ich einfach, ja, die Engelkarten, generell Orakelkarten, abgesehen jetzt von Lenormand und dergleichen, finde ich das einfach auch stimmig, um da auch wieder die Intuition zu schulen und einfach auch, ja, schauen, welche Botschaften einfach auch kommen. Und das wird eben auch im Jahr 2018 von mir verstärkt werden, dass ich eben auch irgendwann mal ohne Hilfe der Karten für euch eine Botschaft channel. Also in diese Richtung wird es auch bei mir gehen. Natürlich auch mit Karten. Die Orakel wird es nach wie vor geben. Aber da ich jetzt auch die Ausbildung bei Dorian Virtue mache, möchte ich das eben immer mehr weiter ausbauen, auch zu channeln mit der geistigen Welt, weil ich das einfach sehr, sehr spannend und interessant finde. Und dieses Orakel finde ich heute besonders interessant und spannend. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Nächste Woche ist dann die letzte Arbeitswoche sozusagen für mich, denn ich bin ab 23. Dezember bis 7. Januar auf Urlaub, aber da bekommt ihr dann noch zusätzlich ein Video. Ich freue mich natürlich schon auf die nächste Woche und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Tschüss!